Meine lieben Leute, die Frage ist doch eigentlich, wie man die Menschheit überreden kann, in ihr eigenes Überleben einzuwilligen. Noam Chomsky. Bei der ersten Montagsdemo am 26. Oktober 2009 waren es 4 Leute, die vor Stuttgart 21 warnten. 9 Jahre später stehen wir hier in den Ruinen Stuttgart-Mitte und können nicht fassen, dass weder Faktenwissen Widerstand diesem bescheuerten Projekt Einhalt gebieten konnte. Eine wahr gewordene Dystopie. Kafkaesk. Und dazu möchte ich Ihnen eine kleine, wie ich meine, vielsagende Fabel erzählen von Kafka. Bin ich nicht Steuermann? Rief ich. Du? Fragte ein dunkler, hochgewachsener Mann und strich sich mit der Hand über die Augen, als verscheuche er einen Traum. Ich war am Steuer gestanden in der dunklen Nacht, die schwach brennende Laterne über meinem Kopf, und nun war dieser Mann gekommen und wollte mich beiseite schieben. Und da ich nicht wich, setzte er mir den Fuß auf die Brust und trat mich langsam nieder, während ich noch immer an den Stäben des Steuerrades hing und beim Niederfallen es ganz herumriss. Dann aber fasste es der Mann, brachte es in Ordnung, mich aber stieß er weg. Ich besann mich bald, lief zu der Luke, die in den Mannschaftsraum führte und rief, »Mannschaft! Kameraden! Kommt schnell! Ein Fremder hat mich vom Steuer vertrieben!« Und langsam kamen sie, stiegen auf aus der Schiffstreppe schwankende, müde, mächtige Gestalten. »Bin ich der Steuermann?« fragte ich. Sie nickten, aber Blicke hatte sie nur für den Fremden. Und im Halbkreis standen sie um ihn herum, und als er befehlend sagte, stört mich nicht, sammelten sie sich, nickten mir zu und zogen wieder die Schiffstreppe herab. Was ist das für ein Volk? Denken sie auch? Oder schlurfen sie nur sinnlos über die Erde? Und jetzt Professor Dr. Hertha Däublin-Gmelin.